Es geht auch schon los. Okay, Pierry spielt kein Lukas, sondern Dr. Mario. Und wir sehen hier sogar einen fucking... Aber man sieht ihn nicht oft. Simon. Ja, Mann. Und die legen auch gerade ziemlich gut los. Ja, Simon... Most Metal Character ever. Auf jeden Fall, ja. Mit der Frise, der Oliver Kahn von Smash. Ja, auf jeden Fall... ich muss das einmal noch muten. Das höre ich nicht hier selber. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie gut Simon ist in Doubles, aber jetzt hier gerade Pierry mit Dr. Mario gestorben. Was so Friendly Fire angeht, könnte ich mir vorstellen, dass das mit Simon gar nicht so leicht ist. Aber ja, wir haben ja auf jeden Fall auch viele Charaktere, die nicht so gut recovern können. Oh, da ist Arsene. Arsene ist draußen, der wird sehr viel Schaden machen, bin ich mir sicher. Team Blau, oh. Repus und Dong Dong. Oh ja, und jetzt haben sie die an der Edge. Oh, genau, an der Edge. Grundsätzlich halt Simon, ziemlich guter Char, hat viele Projektile, die er rausspammen kann. Und man hat eben gesehen, er hat die da gut gehalten. Jetzt schon 3 Stocks auf Team Gelb weniger. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus für Team Blau. Kennen sich Team Blau? Haben die schon öfter zusammengespielt? Die haben noch nie zusammengespielt. Das ist gerade praktisch... Haben wir nochmal ausgerufen, wer Doubles noch mitspielen will, und dann haben sich die beiden noch gemeldet, separat, und ja, jetzt spielen die zusammen. Das finde ich aber auch cool. Also ich mache das auch jedes Mal so, wenn noch jemand über ist, dann sage ich, okay, dann spiele ich mit und spiele mit denen. Und so wird man natürlich auch, oh, das ist schon der 4. Stock, weniger für Team Gelb. Also wird man ein bisschen flexibler, und das war bei mir gerade bei Freunden. Wir haben oft die gleichen Optionen gewählt und standen uns damit im Weg dann wiederum. Und das ist eine Sache, die man in Doubles auf jeden Fall lernen muss, dass man sich nicht gegenseitig im Weg steht oder weiß, okay, diese Person macht auf jeden Fall jetzt diese Option und sie das dann machen lässt. Und dann praktisch seine eigenen Habits so ein bisschen hinten anstellt. Also eben hat sich Team Gelb gar nicht so schlecht geschlagen, aber dann wurden sie wieder gekommen. Mhm. Ja, jetzt im Moment. Also bisher nur 1 Stock weniger. Repus noch auf seinem 1. Stock. Das heißt, ist das ein Kill? Ja, okay. 2 Stocks runter von Team Blau. Oh, auf dem letzten Stock, ja. Come on. Mal schauen, ob wir hier noch vielleicht ein Comeback sehen. Im Moment sieht das so aus, als ob sie sich ein bisschen eingegroovt hätten. Kann man nicht schaffen, das. Der F-Smash. Okay. Check Cards jetzt alleine. An der Edge gegen Simon. Oh Mann. Come on, 1 Stock noch. Keine leichte Aufgabe. Aber Robin auf jeden Fall ein Charakter, oder Darien, wie auch immer man ihn nennen will. Ein Charakter, der sehr viel Killpower hat. Oh, das war's. Nimmt noch den Trade. Sagt, nee, ich mach keine Abi. Mein Gegner killt, wird dadurch auch gekillt. Worin liegt die Killpower bei Robin? Er hat ein Schwert. Oh. Er hat ein Schwert und er hat die praktisch in Schwach, die Attacken. Oh, das sieht aber weird aus. Ja. Also er hat die Attacken in Schwach und dann wiederum in Stark. Und wenn er die in Stark macht, dann hat er eine Leiste unten, die langsam runtergeht. Und weird, was passiert hier? Sind in-game, aber auch nicht. Paralleluniversum. Hier, guck mal. Hallo. Ich dachte, das sei Absicht. Ey, es ist Absicht. Ich finde das geil. Ja, so kann man beides sehen immerhin, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kostet ihm dann praktisch ein bisschen von seiner Leiste. Und wenn die leer ist, dann verliert er sein Schwert erstmal. Das Gleiche hat er mit seinem Magiebuch. Da, wenn er irgendwelche Spells castet, dann zieht ihm das mal von der Leiste. Und wenn die leer ist, dann wirft er sein Buch einfach weg. Das kann man dann aber auch als Projektil verwenden. Ah, okay. Das ist also wie dieses Durability System bei Fire Emblem. Dass du Sachen nur limitiert oft benutzen kannst? Ja, okay, genau. Und die sind bei Fire Emblem... Du hast Fire Emblem gespielt? Okay, ja, cool. Ja, genau. Also auch das, wo Robin drin war. Das war ja Awakening, das für den 3DS. Ah, okay. Und okay, also es ergibt Sinn, weil die haben ja zum Beispiel auch bei Steve das ganze Spiel umstrukturiert, nur um seine Mechanik in das Spiel reinzubringen. Ja, bei den letzten Charakteren war es wirklich so, dass die einiges geändert haben, einiges neu gemacht haben, damit die da irgendwie ins Spiel passen. Und ich glaube, Steve ist das beste Beispiel dafür, also crazy. Ist, wie 3 Blöcke und dann ein bisschen
abbauen, irgendwo in der Ecke. Teilweise auch offstage, also die machen einen Block unter sich und bauen dann im Block Sachen ab. Aber den Block, der geht nicht einfach davon kaputt. Ist crazy. Wie steht die Community zu Steve? Oh. Oder Alex. Ja. Falls da jemand im Chat gerade aktiv ist, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr zu Steve steht. Also grundsätzlich kann man schon sagen, Steve spaltet so ein bisschen die Community. Manche sagen, bann den, manche sagen, bann den nicht. Aber ich würde sagen, größtenteils negativ. Oh, wow, okay. Also nochmal zwei neue Charaktere. Jetzt haben wir Young Link und Sora. Young Link eigentlich nicht so ein Charakter, den ich wirklich, bei dem ich sagen würde, der ist besonders gut in Teams. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Warum nicht? Naja, eigentlich ist das halt ein Charakter, der so ein bisschen Abstand braucht und seine Projektile spammt, bis er halt irgendwo ein Opening bekommt. Und damit arbeitet er dann, macht er seine Kombos. Er hat seinen Pfeil, der einfach echt sehr schnelles Projektil ist und aus dem kann er halt 4 Kombonen aus der Side B, also dem Boomerang, genauso. Was ist der Unterschied zwischen Young Link und dem regulären Link? Der Young Link ist so Ocarina of Time mäßig und der neue ist Tears of the Kingdom mäßig, ne? Also Breath of the Wild. Breath of the Wild, ja. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen länger draußen, das Spiel. Ja genau, also früher war es immer so, dass Ocarina of Time Link und Toon Link da waren. Young Link meine ich. Also jetzt in Millie zumindest. Aber inzwischen ist es halt so, dass Link ein Redesign bekommen hat, wo seine Bombe dann Zünder hat zum Beispiel. Ja. Und ja, auch nicht so viel mehr eigentlich. Aber im Grunde ist er eine schnellere Version, die weniger reinhaut, aber eben bessere Kombos hat. Dafür, dass er ein Schwertkämpfer ist, ist er schon ziemlich flink, hat gute Frame Data, ja. Was bedeutet Frame Data? Frame Data heißt, wie schnell kommen die Attacken raus, wie viel Endlag haben die, also nachdem die Attacke fertig ist, wie lange ist die Animation, in der sie nichts machen können, weißt du? Sowas ist Frame Data. Okay, also das beinhaltet Endlag zum Beispiel. Genau. Das ist okay, ja. Ja, und das ist halt so, dass Ultimate auf einem gewissen Level ziemlich viel auf Frame Data geachtet wird. Ja. Einfach weil du natürlich mit schnelleren Attacken, also Attacken, die schneller rauskommen, besser punishen kannst. Ich meine, deswegen war ja Shine in Melee der beste Move. Ja, also Frame One, oder nicht? Genau, also du konntest auch immer rausspringen aus dem, das ist jetzt mit Fox nicht mehr möglich, du kannst nicht mehr aus dem Shine rausspringen und dadurch, dass du halt springen und dann Wave Dash auf den Boden machen konntest, konntest du den sofort canceln und nochmal machen und ja, damit konntest du halt böse rumspammen und Leute auch gimpen. Kombon, ja. Das war gerade eine coole Kombo von Zora. Eine Aerial-Kombo. Ist das absichtlich? Weil ich habe Kingdom Hearts nie gespielt, aber ich informiere mich immer generell über sowas, weil ich halt sehr viel Game Design mache. Mhm. Und ich weiß, dass Kingdom Hearts auch so viele Aerial-Kombos hat und die sahen sehr effortless aus. Ist das so ein Feature von Zora, dass der so ganz einfach Aerial-Kombos macht? Auf jeden Fall, ja. Also der hat viele... Er hat einen Move, der praktisch aus 3 Hits besteht. Ja. Das ist schon mal dann so ein Custom-Aerial-Kombo. Dann haben wir das gerade eben gesehen, okay. Mhm. Genau. Das hat sich so smooth angefühlt. Da dachte ich so, das ist no way, dass das nicht intended ist. Ja, safe. Was geht, Scouty? Scouty ist am Start. Moin. Du siehst hier... ja gut, das sind nicht Cruel und Skelly, sondern Pierry Berry und Check Cards, die hier gerade spielen, gegen Repus und Dong Dong. Also wunder dich nicht. Genau, aber ja, wir sind hier gerade im zweiten Game, das erste ging an Repus und Dong Dong. Und jetzt hier im zweiten ist es schon sehr viel knapper, wie wir sehen. Also alle auf dem letzten Stock. Pierry gerade schon auf hohen Prozenten mit Dr. Mario. Auch ein Charakter, den man leicht gimpen kann. Er muss also aufpassen. Jetzt gerade ist er offstage. Mal gucken. Repus geht nicht offstage. Bleibt patient. Versucht es mit der Back Air. Dragdown hat nicht ganz geklappt. Jetzt gerade Sora offstage. AKs Check Cards. Kommt aber gut wieder on stage. Der böse Upsmash. Oh, okay. Jetzt ist alles offen. Aber er zurück, Scouty. Ja, nächstes Mal 2.12., also ist gar nicht mehr so lange hin, genau 2 Wochen, da geht's weiter mit dem letzten NEZ 18 im Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Oh, okay, er kann überleben. Er ist noch
kann überleben. Dong Dong versucht es hier. Oh, oh, oh. Ja, okay. Pieri also schon raus. Mal schauen, ob... oh, nope. Oh. Ja, okay. Das war das Set. Rebus und Dong Dong gewinnen hier. Das war richtig cool, das Ende.